Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Unboxing von einer neuen Spigenhülle, die ich gefunden habe für das Fold 4. Und zwar die Airskin-Hülle in derselben Farbe wie auch das Handy, also der Sandfarbe. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hin und machen das Ganze auf. Und diese Airhüllen sind dafür bekannt, extrem dünn zu sein. Also, wenn man irgendwas auf dem Handy haben möchte zum Schutz, was aber nicht groß auftragen soll, dann sind diese Airhüllen genau richtig. Hier hat man nochmal extra Klebestreifen, falls die in der Hülle selber nicht mehr reichen sollten. Und da haben wir sie. Sieht tatsächlich sehr ähnlich aus von der Farbe. Ich würde sagen, das Fold hat ein bisschen hellere Farbe, das hier ein bisschen dunkler von der Erscheinung. Das ist mehr ein bisschen Eierschalenweiß. Ich weiß auch nicht. Also auf jeden Fall ist das nicht exakt dieselbe Farbe, aber das ist ja auch nicht schlimm. Ich lasse die Klebestreifen erstmal drauf. Wir machen es erstmal so auf das Handy. So. Jetzt noch die Vorderseite. Und es trägt halt wirklich überhaupt nicht auf. Ich habe dieselbe Hülle auch schon in Schwarz. Habe ich aber nie so besonders genutzt, weil mir das irgendwie nicht so zugesagt hat vom farblichen her. Aber das sieht echt schön aus, muss ich sagen. Ja, das gefällt mir. Also das wird jetzt erstmal die Hülle sein, die ich durchgängig benutzen werde. Ich werde noch einen Kickstand hinten aufbringen. Muss mir aber erst noch gucken, welchen Kickstand ich gerne möchte dafür. Und ja, ich finde, es sieht ziemlich, ziemlich nice aus, vor allem auch, weil es eben nicht wirklich aufträgt. Und gut, da würde ich sagen, das war's mit diesem ganz kurzen kleinen Unboxing. Und wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Haut rein und macht's gut.